Dann kommen wir zur Nummer 58, laufende Nummer 58. Das ist die Bergpartei, die Überpartei, Zusatzbezeichnung öko-anarchistisch-real-dadaistisches Sammelbecken, Kurzbezeichnung B Sternchen. Und hierfür ist Benjamin Richter. Ja, hallo. Hallo, Herr Richter. Moin, Bismillah. Herr Richter, setzen. Sie können sich doch erstmal setzen, Sie nehmen doch mal vorne Platz und dann trage ich erstmal vor und dann sind Sie dran. Okay, danke. Ja? Brauchen nicht stehen. So, die Vorprüfung hat ergeben, dass die formellen Voraussetzungen der Beteiligungsanzeige gemäß § 18 erfüllt sind. Im Hinblick auf die Parteieneigenschaft lässt sich Folgendes sagen. Die B-Sternchen wurde am 01.04.2011 gegründet mit Schreiben vom 23.06.2021. Hat der Deutsche Bundestag mitgeteilt, dass die Vereinigung zuletzt für das Jahr 2018 fristgerecht einen Rechenschaftsbericht bei ihm eingereicht hat. Der Verlust der Rechtsstellung als Partei ist somit nicht eingetreten. Nach der bei mir geführten Unterlagensammlung verfügt die Vereinigung über Landesverbände in Berlin und Brandenburg. Die Vereinigung wurde am 27.03.2012 in die Unterlagensammlung aufgenommen. Die letzte Änderung wurde am 9.06.2021 bei mir angezeigt. Die Zahl der Mitglieder beträgt laut eigener Angabe 169 Mitglieder. Ein Nachweis wurde nicht eingereicht. Hinsichtlich des Hervortretens in der Öffentlichkeit ist Folgendes festzustellen. Die Vereinigung hat seit ihrer Gründung 2011 an den Bundestagswahlen 13/17 teilgenommen. Außerdem habe sie nach eigenen Angaben seit der Gründung an allen Wahlen in Berlin teilgenommen. Zu ihrer Öffentlichkeitsarbeit hat die Vereinigung angegeben, dass sie durch handgemalte Wahlplakate in der Öffentlichkeit auftrete und in den letzten 12 Monaten mit bundesweiten Demonstrationen auf sich aufmerksam gemacht habe. Sie haben Gegenproteste zu Corona, Holocaust-Leugner, Leugnerinnen organisiert, über die medial berichtet worden sei. Bei ihren Social-Media-Kanälen auf Facebook und Instagram haben sie über 500 Follower. Als Nachweis hat sie Ausdrucke und Links zu Medienberichten über die Organisation von Protesten aus dem Jahr 2020 eingereicht, sowie Fotos von handgemalten Wahlplakaten bei der Bundestagswahl 2017. Zu den Social-Media-Kanälen bei Facebook und Instagram wurden Links eingereicht. So, muss ich hier wieder gucken, dass ich den Namen... Herr Richter, wollen Sie da was zu ergänzen? Genau. Erstmal danke für die Einladung. Ich bin jetzt das fünfte Mal hier und fühle mich jetzt viel sicherer als die anderen Male, weil Sie haben uns sehr zuvorkommend auf die Fristen hingewiesen zur Einreichung am Montag von Wahlvorschlägen. Auch die Landeswahlleiterin hat dazu beigetragen in Berlin. Ich freue mich total, dass die Hürde der Unterschriftenlisten gesenkt wurde, obwohl die Klage vom Verfassungsgericht nicht geglückt ist. Trotzdem danke an die Piratenpartei für den Vorstoß. Bevor ich zu unseren öffentlichkeitswirksamen Aktionen komme, möchte ich nochmal auch, Sie kennen das, ist wie so ein Ritual, dass man hier Protest zu Protokoll geben kann. Also erstmal über die Zusammensetzung oder die Veranstaltung hier, dann die bestimmte Zulassungen und ein Wort zur Chancengleichheit von kleinen Parteien insgesamt. Also vor 10 Jahren war das noch in der Gesellschaft Konsens, dass Kleinparteien schlecht für die Demokratie wären, wie die Weimarer Republik ja gezeigt habe. Mittlerweile ist es zum Glück anders. Und ich will jetzt nicht mit Geschwafel langweilen, aber zur Einleitung. Herr Richter, könnten wir uns darauf einigen, dass Sie jetzt 3-4 Sätze wirklich sagen zu Ihrem allgemeinen Statement, was Sie ja abgeben wollen? Ansonsten bitte, wenn Sie noch was zum Antrag, zur Beteiligungsanzeige sagen wollen. Sonst also das allgemeine Statement, ja. Wirklich 3-4 Sätze. Also ich möchte an Ihr Gefühl appellieren, was Herr Geil auch vorhin zur Sprache brachte, bei der Zulassung von bestimmten Parteien auf Ihr Gefühl zu hören. Ich weiß, Sie sind an Objektivität orientiert und versuchen neutral zu sein gegenüber allen Parteien. Aber im Effekt, also Neutralität ist kein Selbstzweck, sondern es kommt darauf an, was dabei rauskommt. Und dass auch in der Zusammenarbeit hier mit rechtspopulistischen Parteien in den Ausschüssen, das müssen sie nicht tun.
Das ist, da möchte ich an den Kapp-Putsch vor 100 Jahren erinnern. 102, der Jahrestag ist ein bisschen untergegangen. Sind wir bei 6 Sätzen, die Sie schon gesagt haben. Also wir sollten zu Ende, genau. zu Ende also kommen. Also die Zusammenarbeit zu verweigern, kann ich Sie auffordern. Und auch rechtspopulistische Parteien, die nicht so offensichtlich sind wie die NPD oder die Rechte oder jetzt viele haben sich aufgeregt über den dritten Weg, auch die Neue Deutsche Mitte, die Deutsche. Ich würde jetzt gerne zum Votum kommen. Ich habe also jetzt festgestellt, Herr Richter, Sie haben keine weiteren Ergänzungen zum Sachverhalt. Deshalb frage ich die Beisitzerinnen und Beisitzer, gibt es Ergänzungsfragen dazu? Das ist nicht der Fall. Dann komme ich zu meinem Votumsvorschlag. Ich schlage vor, die B-Sternchen als Partei im Sinne von § 18 Absatz 4 Nummer 2 BWG anzuerkennen. Wer folgt dem Votum? So, bevor wir jetzt zur Entscheidung kommen, Herr Richter, gestatten Sie mir ein Wort. Ich habe das jetzt hier den dritten Bundeswahlausschuss, gehöre ich an, einmal als Stellvertreter, zweimal jetzt Europawahl. Ich glaube, in diesem Kreis ist immer ein großes Faible für kleine, junge, neu sich gründende Vereinigungen. Das ist hier in dem Kreis immer ganz groß. Das hat jetzt bei uns nichts mit Gefühl, sondern mit Demokratieprozessen zu tun, die sich langsam anlaufen. Und deshalb, das haben wir auch in den letzten zwei Tagen, kann man ja auch transparent alles sehen, kleine gründende Parteien, die wissen wir, dass die es schwerer haben als große etablierte Parteien. Viele große etablierte Parteien haben mal ganz klein so angefangen. Das haben die auch alle nicht vergessen in der Entwicklung. Und deshalb glaube ich, dass das hier jetzt nicht mit Gefühl, aber mit großer Sensibilität in diesem Bundeswahlausschuss auch schon von den Vorgängern, das ist ja hier ein sehr großer Kreis, der mit wird, immer so gehandhabt wird. Und deshalb haben wir ja, um das auch pluralistischer noch aufzustellen, ist ja vor einiger Zeit sind auch die Kollegen des Bundesverwaltungsgerichtes dazugekommen, was ich auch sehr begrüße, dass auch die Gewalt und auch die Sichtweise, die richterliche Sichtweise noch mal dabei ist. Also ich glaube, alle kleinen Parteien können sich beim Bundeswahlausschuss immer sehr gut aufgehoben fühlen, weil die Anliegen, die viele kleine Parteien auch in dem letzten Tag hier immer wieder gesagt haben, die ist uns sehr bewusst. Jetzt komme ich noch mal zur Verkündung. Die Bergpartei, die Überpartei, Kurzbezeichnung B Sternchen, wird als Partei im Sinne des § 18 Absatz 4 Nummer 2 anerkannt, da sie insbesondere durch zwei Landesverbände eine Mitgliederzahl von ca. 170 Mitgliedern, wiederholte Teilnahme an den Bundestagswahlen 2013 und 2017 sowie nach eigenen Angaben an mehreren Landtags- und Kommunalwahlen in Berlin sowie einen ausreichenden Nachweis zur aktuellen Öffentlichkeitsarbeit die Kriterien der Parteieneigenschaft gemäß § 2 erfüllt. Vielen Dank. Danke auch. Ich fühle mich auch sehr gut aufgehoben hier. Also war das nicht gemeint, das habe ich auch. So kommen wir doch immer wieder gut zusammen. Prima. Zulassungen und die Zusammensetzung und die Chancengleichheit kleiner Parteien. Herr Richter, ich gebe den Dank auch an die Kollegen. Also hier, die einen haben es schon mitbekommen in der Behandlung, aber ich gebe den Dank auch an die Kollegen Landeswahlleitung in Berlin immer weiter, denn wir sind ja hier nur ein Teil eines großen Systems und da arbeiten viele mit. Dann komme ich zu den Grauen, für alle Generationen die Grauen.